Es ist ein regnerischer Tag in Glashagen und genau hier, inmitten einer lebendigen Landschaft am Ende eines kleinen Weges, steht ein blaues Haus, in dem bei Temperaturen von über 500 Grad Glas geschmolzen und verarbeitet wird. 100 Jahre nachdem in Alt-Schwerin das letzte Mal Glas geschmolzen wurde, entschlossen sich Norbert und Regina Kaufmann 1994, das Handwerk hier wieder aufzunehmen. Ich komme eigentlich aus so einer Ecke, wo man also viel mit Glas zu tun hat, aus der Lausitz. Und ich habe das schon immer gemocht und geliebt und habe dann eine Zeit lang in der Industrie gearbeitet und wollte aber unbedingt eine eigene Glashütte haben. Habe zu DDR-Zeiten über den Brenner geblasen, so kleine Sachen gemacht. Und nach der Wende sind wir dann erstmal nach Schweden gefahren und da haben wir gedacht, das machen wir auch. Was die Schweden können, das können wir auch. Die Haupteinnahmequelle der Glashütte sind die Weinglasserien in verschiedenen Größen, Farben und Formen. Doch neben Weingläsern werden noch ganz andere Kreationen wie Schüsseln, Schalen und Figuren hergestellt. Alle Kunstwerke, die hier entstehen, werden per Hand hergestellt. Kein Glas gleicht dem anderen und jedes Produkt ist ein Unikat. Der Familie Kaufmann ist es wichtig, dass die einzigartigen Glaskörper den Kunden glücklich und zufrieden machen. Die Leute sollen schöne Gläser in der Hand haben und sich darüber freuen. Und was da, also das Gefühl haben, dass es einfach toll ist, so ein Glas zu haben. Ja. Und deshalb machen wir auch überwiegend Gebrauchsgläser, also nicht als irgendwas zum in den Schrank zu stellen und Staub zu wischen, sondern was man jeden Tag benutzen kann. Und sehr gute Kunden sind auch die Einheimischen, muss ich sagen. Wenn wir die nicht hätten, da würden wir ganz schön alt aussehen. Also nur von den Touristen alleine könnten wir nicht leben. Trotz einer Massenproduktion an Trinkgläsern, wie sie zum Beispiel für IKEA produziert werden, und trotz der ständig steigenden Gaspreise, läuft der Verkauf der Weingläser und Glaskunstwerke der Familie Kaufmann einwandfrei. Regina Kaufmann sieht keinen Grund zur Beunruhigung. Sie fühlt sich nicht bedroht von der Massenproduktion und glaubt fest an das Weiterbestehen der Glasmacherei. Wir kommen immer so gerade so über die Runden, weil wir auch eine große Winterpause machen, wo keiner kommt. So, aber ansonsten reich werden kann man davon nicht, aber man kann leben einigermaßen so, dass man sich was zu essen, zu trinken und auch mal ins Kino gehen kann oder mal verreisen kann, das geht schon. Um Reichtum geht es der Glasmacherin auch nicht. Sie fühlt sich ihrem Handwerk verbunden und das spiegelt sich in jedem der ausgestellten Stücke wider. Von Mai bis September kann sich jeder Besucher davon überzeugen und ist auch herzlich dazu eingeladen, einen Blick in die traditionelle Werkstatt zu werfen.